Seid herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Schön, ein Sonnenuntergang. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja um Pendletons Brüder gekümmert und Emily aus deren Klauen befreit. So, ich kann mich hier mal eben kurz ein bisschen in der Stadt umgucken, ob hier irgendwo was Neues aufgetaucht ist. Hüpf, hüpf, hüpf. Auch mal hier so am Strand entlang. Hüpf, 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 hüpf. Wie Sie sehen Sie nichts. Und das ist mehr, als ich erwartet habe. Ja, das Ding haben wir irgendwann mal aufgemacht, vor ein paar Folgen. Achtung, die Vorräte von Sokolovs Elixier sind dramatisch geschwommen. Normale Bürger dürfen ab sofort nur noch eine halbe Dosis pro Tag erwerben. Achtung! Die Gesundheit der Stadt hat oberste Priorität. Ehepartner, Elternteile oder Kinder mit Anzeichen der Seuche sind umgehend zu melden. Keine Ausnahme. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Der Pinkel hat Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen Sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was Sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Mhm. Das ist alles. Gut. Wenn das so ist. Aber... Na, Pendleton? Warte mal. Okay, du machst diese Geräusche. Ich dachte nämlich gerade schon wieder... Aber keine Rune, kein Knochenartefakt. Nix. Hoppala. Hallöchen. So. Ein bisschen herumschmökern hier. Oh. Ein Apfelsintörtchen. Dritter Eintrag, den zweiten haben wir schon überlesen. Was hat er denn so geschrieben? Seither. Pendleton war bereit, weiterzugehen, als ich dachte. Er opferte der Sache sein eigenes Fleisch und Blut. Und ich sehe, dass er dem Kaiserreich gegenüber wahrhaftig loyal ist. Hätte ich ähnlich gehandelt, wenn meine Brüder noch lebte? Wenn mein Bruder noch lebte? Vermutlich ja, ohne Zweifel. Zum Heil Dunwalls müssen viele unschuldige Opfer gebracht werden. Jeder loyale Wachmann, der Corvus Klinge zum Opfer fällt, gibt sein Leben für das Kaiserreich. Entschuldigung. Havelocks Tagebuch, zweiter Eintrag. Ach, da ist er ja. Nun, es scheint, dass wir mit Corvus in den richtigen Mann investiert haben. Er konnte nicht nur Martin aus dem Büro des Oberaufsehers befreien, sondern drang auch noch in das Nest dieser Schlange ein und erledigte Campbell persönlich. Mit Corvus auf unserer Seite gibt es niemanden auf der Welt, der für uns sicher ist. Wir müssen diesen eingeschlagenen Weg jetzt weitergehen. Es gibt kein Zurück mehr. Marine und die Flotte. Was liegt hier? Erzählung eines Walfängers, Band 1. Und was hast du da drin? Oh! Hey, nimm das. Ein vielfach ausgezeichneter Mann. So.
So. Wir sind ja nicht in der S-Bahn geboren. Wir machen immer fein säuberlich die Tür hinter uns zu. So, überall nur Bücher. Nicht, dass ich was gegen das Lesen hätte, aber hier muss es noch nicht unbedingt sein. So. Hui! Pietro! Oder Piero? War unser Name nochmal. Ich habe es wieder eine Weile nicht gespielt. Piero. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Na, zeig doch mal her. So. Unbedingt. Davon habe ich jeweils 8. Das reicht erstmal. Die Granaten brauche ich nicht. Die Sprengminen auch nicht. Wie sieht es mit Verbesserungen aus? Armbrustreichweite ist auch nice. Ich hoffe, das gilt dann auch für die Betäubungsbolzen. So, Pistolenverbesserung, Sprengminenradius, bla bla bla. Schwerthärtung. Ich will mein Schwert eigentlich gar nicht so viel einsetzen. Kugelkapazität, Bolzenkapazität. Ja, jetzt ist die Frage, betrifft das nur die normalen Bolzen oder die Betäubungsbolzen auch? Meine Leisten kann ich mir aktuell sowieso nicht, aber mal so für die Zukunft. Hemlock Essence. Den Schlüssel hätte ich jetzt nehmen können, aber was will ich damit? Ich lasse ihn da liegen. Vielleicht brauche ich ihn später mal irgendwann, aber jetzt noch nicht. Hui! Bin gleich bei dir, Samuel. Dauert nur noch einen Augenblick. Hui! Ich weiß, Sie haben keine Zeit, aber denken Sie an Ihre Ausrüstung und Piero, wenn Sie wollen. Das habe ich gerade getan. Auf zur Caldwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Na klar. Schlafen wird sowieso überbewertet. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Der kaiserliche Arzt. Du sollst Anton Sokolov entführen, den kaiserlichen Arzt und Leiter der Akademie der Naturphilosophie. Deine neuen Verbündeten wollen durch ihn den Namen der Geliebten des Lordregenten erfahren. Eine mysteriöse Verbündete und eine seiner mächtigsten adligen Unterstützer. Sokolov lebt in einer großen Wohnung irgendwo auf der Caldwin-Brücke. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Caldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Okay. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Da lernen wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Selbstverständlich. Ich versuche, mich daran zu erinnern. So. Südlicher Bridgeway oder Brückenweg. Warum muss man alles einenglischen? Oder hat man nur vergessen, es einzudeutschen? Lülü. Tschüss, Samuel. Bis später. Ist das jetzt klar? Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Außer den Wachen. Ja, es gab hier. Aber wenn wir doch jemanden sehen, was da? Weisen wir ihn drauf hin? Auf die Ausgangssperre? Nein, du erinnerst ihn nicht. Was kann ich hier jetzt überhaupt irgendwas machen? Ist hier irgendwas Spannendes? Ich komme da hoch. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Caldwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt.
Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Caldwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Falls ihr euch übrigens wundert, warum zu Beginn und Ende der Aufnahme immer mal so ein bisschen der Zoom zu sehen ist. Bei mir liegt die Aufnahme Start- und Enden-Taste auf Alt. Unter anderem. Ja, Alt F9. Und Alt ist aber leider auch spielintern die Taste für den Zoom. Auf der Tastatur. Obwohl ich mit Controller spiele. So, ich weiß nicht. Könnte was Nettes drin sein in der Tonne, aber ich lasse es jetzt einfach mal, weil es so riskant ist. Das hört sich immer an, ey. Keiner da. Dreh dich da drüben bloß nicht um. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ratten, alles zum Kotzen. Tschüss. Ist jemand zu Hause? Lass mich bloß in Ruhe, Rattis. Jo. Eine Umkleide oder sowas. So ungefähr sieht das hier aus. Wenn auch eine ziemlich schmutzige. So ein bisschen tyvianisches Erz, klar. Sowas lege ich mir auch immer in meine Schubfächer. Wenn ich eins hätte. So, da muss offensichtlich ein Walöltank rein. Lagerhausschlüssel. Pyrus Mana Elixier, nehme ich gerne mit. Was haben wir denn hier? Gefaltetes Galvaniaharz. Eine Substanz, die Flexibilität und Stärke vulkanisierter Materialien erhöht. Piero kann sie dazu verwenden, um Geräusche zu dämpfen, die deine Schuhe erzeugen. Nice. Warte mal, wie viele Runen habe ich denn? Ich habe 9 Runen. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, da ein bisschen was zu verbessern. Hey, das kostet leider 8 Runen. Ich wollte die Zeit gerne mal anhalten. Und das hier unten ist natürlich auch nicht schlecht. Beherrschen will ich eigentlich nicht. Tödlicher Schwarm bestimmt nicht. Windstoß. Wenn einmal irgendeine Tür im Weg ist, ne? Ich nehme das mal. Und außerdem verbessere ich noch meine Gesundheit. So, was haben wir hier? Sprunghöhe erhöht sich und Fallschaden wird reduziert. Gut, jetzt habe ich den ganzen Stund für alles ausgegeben. Nur nicht für das, wofür ich es eigentlich ausgeben wollte, aber ist egal. Passt schon irgendwie.
So, da oben kann ich das Fallgitter aufmachen. Glaube ich zumindest. Ja, oder ich bewege einfach nur mal eine Kette durch den Raum. Das kann man natürlich auch machen. Das war falsch. Jetzt warte ich, bis die Leiste sich wieder gefüllt hat. Schwupps. Hüpf. So, okay. Ist hier sonst noch was außer den Wahltanks? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke... Werfen tue ich es bestimmt nicht, das explodiert. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Okay. Das klappt leider nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe, aber... Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, da muss ich mich leider hier runterfallen lassen. Oh, die haben die Explosion gehört. Das schaue ich mir mal besser an. Ach, gar nichts musst du dir ansehen. Das Lied ist so ein verdammter Ohrwurm. Artefakten da drüben holen. Nee. Der hat mich nicht gesehen, das ist schon mal sehr viel wert. Wie ist das denn? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Sperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Sperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Irgendwas stimmt hier nicht. Seht euch um. Ist wohl alles in bester Ordnung. So, durch die Tür da oben komme ich offenbar nicht durch. Ich muss durch diesen... Besser an. Flur da drüben. Flur.
Sorry, ich muss zwar gerade nicht essen, aber man macht das ja doch. Kennt man ja, ne? Kein Hunger, aber der Appetit ist immer da. So, ich muss leider hier lang. Da drüben ist der Zugbrückenscheinwerfer. So, ich hoffe, hier bin ich verborgen genug. So, ich hätte einfach mal kurz schnell gespeichert. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Na, pinkelst du nochmal oder gehst du jetzt einfach wieder? Du gehst einfach wieder. Mitkommen. Puh. Legt euch da mal hin, Keule. Bloß so stehen. Sieht aus, wie ein Betrunkener da eingeschlafen ist. So. Zugbrückenscheinwerfer. Ich habe gesehen, dass jemand drinne. Ah, ein Wein. Da habe ich ehrlich gesagt auch wenig Skrupel, die umzubringen. Denn wenn man es ganz genau nimmt, sind sie ja schon gestorben. Ein Knochenartefakt. Sokolovs Gesundheitselixier, okay. Scheint ihm nicht viel genützt zu haben. Das Gesundheitselixier. Was, der Lord? Ja. So. Nachtsicht umschalten. Ich muss wissen, ob hier jetzt gerade jemand ist. Sieht aber nicht so aus. Er kommt aber gerade zurück. Tschüss! Das war knapp. Verdammt sein, die Seuche und die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Nun, Mr. Pratchett. Selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache. Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und die Weiner, die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Lordregenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern wird Ihnen nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher. Wenn er mit exotisch etwas so übelriechendes wie das Hintertal einer Hexe meint, dem fürstlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Mhm.
Die scheinen ja viel voneinander zu halten. So, zwei Runen. Ich habe irgendwie dumpf in Erinnerung, dass ich in diesem Gebäude nicht allein bin. Warum passiert mir das immer wieder? Bin ich doof? So, da unten ist die Wache. Was ist mit euch, Jungs? Ah, das ist der Pratchett von eben, der da unten mit der Wache rumgelabert hat. Diese Abschaum konnte doch sehen, was auf sie zukommt. Mal gucken, wo er lang geht. Vielleicht kann ich ihn mal eben betäuben. Natürlich kommt er zu mir, wohin auch sonst. Hab dich. So, einmal zwischenspeichern. Boah, dieses Schluckgeräusch immer. Sind wir allein im Gebäude? Nicht ganz. Aber der da oben bewegt sich nicht wie ein normaler Mensch. Das sieht eher nach einem Weiner aus. Käme ich jetzt aufs Dach und ins nächste Gebäude. Das heißt, in diesem Gebäude selbst ist jetzt gerade niemand mehr. Mhm. Die Rune ist in dem Tresor. Pratchetts Gedächtnisstütze. Erinnere dich daran, dass die Wahrheit in den Gemälden steckt. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Gehe weiter, bis du einen vor Anker liegenden Walfänger siehst. Von dort suche nach dem Schlachthaus und die Wahrheit wird sich offenbaren. Wird sich dir offenbaren. Okay, Straßen, Walfängerschiff und Schlachthaus. Also, das ist der Walfänger. Darum war nichts. Dann suche ich jetzt hier erst einmal... Was haben wir hier? Hm. Okay. Zu Hause. So, das hier sind die Straßen. Also, es fängt mit der 4 an. Geht dann zum Walfänger über. Das wird dann wahrscheinlich die 7 sein. Und dann zum Schluss das Schlachthaus, die 3. 4, 7, 3. So, ist hier sonst noch was oder sind das hier wirklich bloß die Runen in diesem Gebäude, die hier so vor sich hin gucken? 4, 7, 3. Probieren wir mal. Falsche Etage. Stille.
kann ich auch noch rüber. Ich werde ihre Haare verbrennen. Was? Ihre Fußnägel mit meinen eigenen Zähnen herausreißen. Ich werde ihre Augen wie Fischeier an meinem Gaumen. Okay, der Typ ist nicht ganz sauber. Bei ihm sieht es auch ziemlich okkult aus. In seinen vier Wänden. Ich kann mich an Balkonien bei ihm nicht hochziehen. Aber es gibt sicherlich den anderen Weg hier übers Dach. Hüpf. Ganz von der Seuche zerfressen, aber auf dem besten Weg dahin. So. Schwupps, was haben wir hier? Erster Tagebucheintrag. 19. Tag, Monat der Saat. Was soll ich tun? Sie ist weg und hat ihre Sachen mitgenommen. Zurück zu ihrer Familie, als wenn das helfen würde. Die Seuche wird uns alle holen. 3. Tag, Monat der Netze. Mir wurde Arbeit auf einem der Walfängerschiffe angeboten. Endlich kann ich von hier verschwinden. Eines Tages werde ich mein Haus in Tyvia suchen, im Norden. Die Winter sind dort kalt. Keine Ratten, keine Seuche. 28. Tag, Monat der Netze. Am letzten Tag des Monats hat sich mein Glück gewendet. Ich habe etwas gefunden. Glänzend. Glänzend und alt. Sieht nach einem Walknochen aus, der ihm Glück bringen soll. Die Rune. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, meinen Erschein vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Schon eine ziemlich ominöse Gestalt, dieser Outsider. 2. Tagebucheintrag. 6. Tag, Monat des Regens. Mein Cousin Emil kommt schon bald und bringt einen Huhn zum Rösten mit. Ich werde nachschauen, ob eins der Geschäfte noch geöffnet ist. Vielleicht kann ich ein paar Äpfel oder Kartoffeln kaufen. 10. Tag, Monat des Regens. Ich habe meine Walknochenschnitzerei auf ein Regal gestellt, aber ich konnte sie dort nicht von jedem Winkel des Raumes sehen. Also habe ich einen kleinen Sockel dafür gebaut. Sieht schön aus im Kerzenlicht. 15. Tag, Monat des Regens. Manchmal träume ich davon. In den Träumen macht es Geräusche wie der Wind, der durch ein zerbrochenes Fenster bläst. In anderen Nächten klingt der Wind wie eine Stimme. Ich hätte mich zum Hafen begeben sollen, um in See zu stechen, aber es fiel mir zu spät ein. Vor einigen Tagen war das. Tja, noch lebst du, aber wie lange noch? So. Der Outsider wandelt unter uns. Der Outsider wandelt unter uns. Der Outsider wandelt unter uns. Immer und immer wieder. Ein bisschen bekloppt ist er ja schon, oder?
gucken, komme ich. For Rent ist auch nicht schlecht. Federn. Ist er tot? Ja. Alles versiegelt und verrammelt hier. Ich kann mich noch an mein letztes Mal hier erinnern. Da habe ich einen ziemlichen Tumult angezettelt. Ob das diesmal wieder so laufen wird, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn es da heißt, Let's Play Dishonored. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.